Ach ja, mit der Lampe. Genau, die Lampe, die Lampe. Nee, nicht wirklich. Schnürsenkel, weißer Anzug. Ist aber auch alles irgendwie ein bisschen Quatsch, oder? Handtuch drüber hängen, auch nicht. Ja, gute Frage. Aha. Aha. Die trockenen Blumen haben durch die Funken sofort Feuer gefangen. Aha. Okay, kleine Fackel, können wir die hier reinstellen? Ja, die Idee gefällt mir. Das Feuer erhitzt das Kabelbündel so lange, bis es irgendwann durchschmort. Dann gehen draußen an der Weitsprunganlage die Lichter aus und der Wettkampf muss unterbrochen werden. Das Beste daran, mir bleibt genug Zeit, um mich von hier zu verdrücken, damit auch wirklich niemand Fenton Paddock mit diesem Sabotageakt in Verbindung bringt. Na, da bin ich mal gespannt. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Berlin hält den Atem an. Die Entscheidung im Zehnkampf steht unmittelbar bevor. Glenn Parker macht sich auf der Anlaufbahn bereit zum alles entscheidenden Sprung. Ich möchte jetzt auch die Zuschauer auf den Rängen um etwas Ruhe bitten, damit... Einen Moment. Sieht so aus, als gäbe es an der Weitsprunganlage eine technische Störung. Test, Test. 1, 2, 3. Hören Sie mich? Was ist denn los? Tja, was soll schon los sein? Kompletter Stromausfall in diesem Stadionbereich. Wahrscheinlich wieder was mit den Kabeln. Ich überprüfe das mal. Kommen Sie mit. Vielleicht brauche ich Ihre Hilfe. Sollte sich da nicht ein Techniker drum kümmern? Diese Nachtwächter sind mir zu langsam. Der Wettkampf muss zügig fortgesetzt werden, damit er fair bleibt und das Ergebnis nicht verzerrt wird. Könnten Sie bitte so lange ein Auge auf die Unterlagen haben, während wir versuchen, den Defekt zu beheben? Natürlich. Aber selbstverständlich, lieber Kollege. Bei mir ist alles in besten Händen. Das machen wir doch gerne. Sehr gerne sogar. Also in dem Anzug sieht der richtig gut aus, der Fenton. Sollte er öfter tragen. Achso, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die beiden Herren auch wirklich verschwunden sind. So, jetzt aber. Wie man mir soeben mitteilt, arbeitet man bereits mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Der Weitsprungwettbewerb kann sicher gleich fortgesetzt werden. Na klar. Gut, Maßband austauschen, sofern das geht. Der perfekte Zeitpunkt, das Originalmaßband gegen das manipulierte auszutauschen. Meine Damen und Herren, der technische Defekt wurde behoben. Die Kampfrichter kehren gerade an ihre Plätze zurück. Und es kann weitergehen. Das ist ja wunderbar. Los, Glenn, mach hinne. Hat sich Glenn Parker durch diese Unterbrechung womöglich aus dem Konzept bringen lassen? Ich sehe, dass er sich wieder auf seine Startposition begibt. Jeden Moment wird er zum alles entscheidenden Sprung ansetzen. Der Versuch war gültig, aber war er weit genug? Von hier oben hatte es nicht den Anschein, dass Glenn Parker an die Weite von Erwin Huber herankam. Was sagen die Weitenmessungen? Jetzt bin ich 7,35. Ja! 7 Meter und 35 Zentimeter. 7 Meter und 35 Zentimeter. Damit bleibt er zwar knapp hinter der Weite von Erwin Huber zurück, aber es reicht am Ende für Glenn Parker aus Großbritannien. Juhu! Der Vorsprung ist zwar verschwindend gering, aber wer fragt später noch danach? Die Goldmedaille geht an Glenn Parker! Erwin Huber muss sich mit Silber zufrieden geben. Und die Bronzemedaille erkämpft Lauri Askola aus Finnland. Damit ist dieser überaus spannende Zehnkampf beendet. Die Geschichtsschreibung möge mir vergeben. Dass ich den olympischen Gedanken verraten und einen Wettbewerb manipuliert habe, ist schlimm.
Aber sicher nicht so schlimm wie das, was passiert, wenn das Geheimnis von Shambhala in die Hände der Nazis fällt. Das ist wahrscheinlich... Unter diesem Gesichtspunkt war Glenns Sieg ein wichtiger Teil davon. Ja. Nun habe ich Zutritt zum Museum, in dem Gräfin von Hagenhild das Drachenauge und die Karte des Pirireis aufbewahrt. Hoffentlich kann mir Glenn einen Smoking für den Empfang besorgen. Danke nochmal. Ohne deine Hilfe hätte ich es niemals hierher geschafft. Schon gut. Willst du wirklich nicht auf ein Gläschen mitkommen und den Sieg feiern? Leider drängt die Zeit. Ich muss die Gunst der Stunde nutzen und einen Weg in die untere Etage des Museums finden. Dann lass dich mal nicht länger aufhalten. Vielleicht sieht man sich ja mal beim Jahrestreffen in Sandhurst. Warum nicht? Wenn ich eine Einladung bekomme? Dann viel Glück bei deiner Suche nach Richard. War schön, dich mal wiederzusehen, Fenton. Danke, Glenn. Hat mich auch sehr gefreut. Alles Gute. Ja, und nochmal vielen Dank, Glenn, dass du uns auf diesen tollen Empfang hier mitgenommen hast. Ich freue mich richtig. Ach ja, der Anzug jetzt ist doch noch schöner als der Kampfrichteranzug. Und das hier sieht so aus, als könnten wir es mitnehmen, aber wir können nicht. Auf diesem Tisch stehen eine Flasche Champagner und ein Glas. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gemälde? Auf dem Gemälde ist ein Palast im Himalaya zu sehen. Aha. Schaukasten? In diesem Schaukasten befinden sich Ausrüstungsgegenstände einer Expedition, die Ernst Schäfer vor 2 Jahren in Tibet durchgeführt hat. Neben einer Kletterausrüstung sind auch eine kleine Filmkamera sowie Kleidungsstücke ausgestellt. Der Deckel des Schaukastens ist geschlossen. Gut, können wir den aufbrechen? Ach, wir haben gar nichts im Inventar, okay? Ein Kloster im tibetischen Hochland. Soweit ich das beurteilen kann, handelt es sich dabei jedoch nicht um das Kloster im Kembalung-Tal. Wahrscheinlich nicht, wenn dieses Kembalung-Tal ein Mysterium ist, beziehungsweise das kaum jemand kennt. Dann wird da wahrscheinlich kein Gemälde hängen. Jak an Berghang. Ein wirklich treffender Titel für das Bild. Toll. Eine Karte von Tibet. Ernst Schäfer hat sie während seiner Tibet-Expeditionen handgezeichnet. Okay, Garderobe. Hier haben die Gäste Jacken, Mäntel, Hüte oder Schals abgegeben. Fragt sich nur bei wem, ist ja eine super bewachte Garderobe. Der weiße Schal hier könnte sich früher oder später als nützlich erweisen. Ja, so schnell geht das nämlich. Huch, wer bist du denn? Hallo. Fast hätte mich einer der Gäste beim Stehlen erwischt. Der ist ja witzig. Okay, wir haben schon mal einen weißen Schal. Kronleuchter, Wandschrank, Tür. Sieht aus wie ein kleiner Wandschrank. Ich komme nicht an den Schrank, solange die Absperrung davor steht. Ah, natürlich. Du kannst nicht über dieses rote Band. Das ist natürlich klar, Fenton. Das ist logisch. Auf dem Schild steht kein Durchgang. Ich nehme mal die komplette Absperrung mit. Ja, das ist toll. Steck sie einfach in deine Smoking-Tasche. Das ist bestimmt eine gute Idee. Huch. Das war knapp. Wie ist der denn jetzt so schnell wieder zurückgekommen? Ach, cool. Ja, wahrscheinlich müssen wir die Absperrung hier vorstellen, aber das machen wir gleich. Eine Holztür mit einem Eisenschloss. Gerade als ich mich den Türen hier nähern wollte, kam ein Gast aus dem Empfangsraum. Zum Glück hat mich der Typ nicht weiter beachtet, aber das Risiko ist letztendlich zu groß. Ich kümmere mich besser erst dann um die Türen, wenn ich sicher sein kann, dass mich niemand dabei überrascht. Okay, haben wir sonst noch was? Ach, jetzt können wir das hier auch angucken und nehmen. Ein Champagnerglas. Ja. Nimm es einfach mal mit, ist auch ein Korken drin. Die Champagnerflasche ist offen und enthält noch reichlich sprudelnden Shampoos. So, erstmal den Korken hier rausholen. Jemand hat den Korken der Champagnerflasche in das Glas geworfen. Ich nehme ihn mal raus. Gut, können wir das Glas direkt füllen? Nee. Können wir den Korken wieder auf die Flasche? Nee. Da geht's zum Foyer, da geht's zum Empfang.
Dort drin findet der Empfang für die Goldmedaillengewinner des heutigen Wettkampftages statt. Glenn ist jetzt einer von ihnen. Und so Gott will, wird niemand jemals erfahren, dass ich den Ausgang des Zehnkampfs etwas manipulieren musste. Ja, hoffentlich wird das niemand erfahren. Oh, die applaudieren. Solche Veranstaltungen hasse ich wie die Pest. Oh. Und bin ich nicht eigentlich hier, um einen Weg in die untere Etage zu finden? Ja. Von dem Arbeiter im Foyer habe ich erfahren, dass sich dort ein für Besucher gesperrter Bereich befindet. Wenn ich sie noch hätte, würde ich glatt meine gute alte Ford darauf verwetten, dass die Gräfin das Drachenauge und die Karte des Pirire ist dort versteckt. Na gut, dann gehen wir nicht zum Empfang, sondern versuchen es hier mit der Absperrung. Ich sperre diesen Ausgang mal ab. Dann werde ich nicht ständig von Gästen gestört, die nach den Toiletten suchen. So, und bevor ich es jetzt nochmal bei den Türen versuche, gehe ich ins Foyer? Die Party jetzt schon verlassen? Ach so. Kommt nicht in Frage. Es war schließlich schwierig genug, überhaupt reinzukommen. Na gut, war ja jetzt nur so eine Idee. Geh ich halt in den Wandschrank. Die Schranktür ist abgeschlossen. Ja, wer hätte das gedacht? Aber ich habe schon die nächste Idee. Plakomusophilie zählt zwar nicht zu meinen Hobbys, aber ich mache das Drahtkörbchen am Korken der Champagnerflasche trotzdem mal ab. Und mit dem Draht? Moment. Mit solchen Drahtgestellen werden Korken auf Champagnerflaschen fixiert. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir können den Draht hier noch von dem Plastik lösen und damit die Tür aufmachen. Eigentlich müsste ich das einfache Schloss des Wandschranks mit dem Draht knacken können. Na dann los. Ha, sage ich doch. Okay, was haben wir da drin? Ich habe das Schloss der Schranktür geknackt. Ja, das haben wir gesehen. Im Schrank befinden sich Putzutensilien. Den Wischmopp und das Glas mit Salzsäure nehme ich mal mit. Ach so, da steht einfach ein Glas mit Salzsäure rum. Kann man ja immer mal gebrauchen. Gut, die Tür können wir nicht mehr schließen. In diesem Glas, das ich im Putzschrank gefunden habe, befindet sich Salzsäure. Wie man wissen sollte, kann man das Zeug nämlich unter anderem auch zum Entfernen von Kalkablagerungen auf Fliesen verwenden. Ach echt? Ja, wenn du das sagst. Ich glaube eher weniger, aber okay. Was machen wir damit? Schaukasten? Sag bloß, das funktioniert. Der Deckel ist aus Glas und Holz. Salzsäure hilft mir hier nicht weiter. Okay, Wischmopp. Der klassische Wischmopp. Nee. Tja. Moment. So vielleicht? Nee, auch nicht. Auf die Gemälde? Ist auch Quatsch. Garderobe. Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Tür? Können wir die auch nochmal aufbrechen? Überraschung. Abgeschlossen. Überraschung. Ach nee, wir haben den Draht gar nicht mehr. Ah, das ist ja blöd. Das hat doch irgendwas mit den Gemälden zu tun, oder? Ah. Nichts einfacher als das. Ah, gut, das ging vorhin nicht, weil der Draht nämlich noch drum war. Trotzdem habe ich noch keine Ahnung, was das bringt. Schaukasten. Gut, wir haben jetzt eine Flasche mit Korken. Das ist ja toll. Champagnerglas, Salzsäure. Ich stehe gerade wieder auf dem Schlauch. Ja, wie sollte es auch anders sein?